Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Heute geht es um eine Heavy Power Metal Band aus Finnland. Und zwar um die Band Tombstone mit ihrem neuen Album Angel of Blood. So sieht das Ganze aus, da kommen wir gleich noch im Genaueren zu. Tombstone erkenne ich schon seit 4 Jahren. Ja, inzwischen 5, keine Ahnung, seit 2019. Da kam nämlich ihr Album Shadows of Fear raus, das ich auf meinem Kanal, glaube ich, auch reviewt habe, hoffe ich doch. Ich denke mal, ja. Und das hat mir schon sehr gut gefallen und seitdem versuche ich irgendwo das erste Album aufzutreiben, finde es aber nicht. Aber naja, gut. Irgendwann kommt mein Moment. Ich habe aber auch schon länger nicht mehr danach geguckt, muss ich gestehen. Ich vergesse sowas immer, weil bei der ganzen Flut an Bands, denen man folgt, da vergisst du sowas auch einfach schnell mal. Deswegen habe ich ja diese Amazon-Liste, da kannst du es dann, wenn du dann durchsuchst, ach genau, die gab es ja auch noch, die fehlt dir ja auch noch. Und dann, wenn du mal wieder ein bisschen Geld hast, dann greifst du vielleicht dann doch mal zu. Ne? Oder andere tun das, meine Frau zum Beispiel, an meinem Geburtstag, der jetzt demnächst ist, oder an Weihnachten, ne? Oder einfach random, das passiert auch schon mal. Aber ja gut, so, darum geht's nicht, es geht jetzt um die neue Tombstone-Scheibe. Tombstone gibt es seit 2001. Und setzt sich aus folgenden Members zusammen, laut Metal Archives. Wobei, kann ich das nicht sogar abgleichen? War das nicht so, dass es hier steht? Nee, steht nicht, das steht im Booklet. Na gut. Ja, ich lese einfach mal hier vor. Matthias Sjöholm an der Gitarre seit 2001, ja, also Gründungsmitglied. Dann Kenneth Nylund, Vocals und Gitarre seit 2001, also auch Gründungsmitglied. Seit 2003 dabei ist Schlagzeuger Simon Abeka. Seit 2006 sind dann die letzten beiden Members noch dabei. Am Bass Thomas Knipström und an der Gitarre Johann Granström. So, das sind die Members. Hier stehen keine weiteren Bands vermerkt. Ob die jetzt bei irgendwelchen anderen Bands waren, weiß ich nicht. Ist nichts vermerkt. So, das ist das dritte Album der Band. 2010 kam das erste raus, also das heißt erst 9 Jahre nach Bandgründung. Wie lange gibt das jetzt Breitseite? Okay, kommen wir jetzt zurück zum Thema. Bing, es wird heller. Hier haben wir das Covermotiv. Ja, wir sehen hier halt, wenn man das jetzt mal hier so ein bisschen sieht. Ich dachte auf den ersten Blick fast erst, na, ist das nicht ein AI-Bild? Aber nein, zählt einfach die Finger und guckt euch das Gesicht an. Ja, daran kann man es meistens ganz gut erkennen. Es ist tatsächlich gezeichnet. Ihr seht hier halt einen Blutengel, ja, einen, ja, Engel des Blutes von einem düsteren Himmel einfach in Pose mit ausgebreiteten Schwingen. Ist ganz nett. Ja, oben ein paar Blitze. Das hat, ich mag den Stil von diesen Blitzen irgendwie. Es hat irgendwie sowas von diesen, ja, ich habe mir damals, habe ich ja Bildbände gesammelt mit Fantasy-Motiven drin. Die sind ja alle inzwischen auch weg. Was hatte ich da alles? Von Boris Vallejo über Frasetta und hasse nicht gesehen. Gemischte mit ganz vielen verschiedenen Random-Künstlern drin. Immer wenn im Comic-Store so ein Ding im Angebotbereich stand, habe ich es mitgenommen. Und irgendwann habe ich die Spiele jetzt auseinandergeschnitten für meine eigenen CD-Cover. Und ach komm, ja, das waren auch noch Zeiten, ey. Ne? Heute findest du das alles im Internet. Ne? Aber ja, es hat was. Das ist das Logo, das ich immer noch ein bisschen, wie sagt man denn eigentlich dazu, wenn etwas ungleichmäßig ist. Ja? Ich finde halt, das T, das S und das E, die sind zu fett. Und die anderen Buchstaben rein von der Strichstärke her zu schmal. Findet ihr nicht? Aber ja, vielleicht sogar Absicht, ich weiß es nicht. Aber ja, es hat schon was, ja, diese durchgestrichenen, diese X'e in den O's da, das ist schon ganz nice. Ich habe mich auch relativ schnell an den Schriftzug gewöhnt, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hinten zentriert gesetzt die einzelnen Songtitel. Dann kommen wir zum Inneren. Hier haben wir das Labelprint, das einfach nochmal das Cover zeigt, nur dass der Schriftzug, in dem Fall, also das Bandlogo, unten ist, ne? So, dann das Booklet selbst ist dann wie folgt gestaltet. Einfach helle Schrift auf dunklem Untergrund, dieses dunkelblutrot da, wenn man so will. Ist aber halbwegs lesbar, also ich hatte jetzt nicht so die ganz großen Schwierigkeiten dabei jetzt. Ne? Und dann immer so ein bisschen hier, da haben wir noch den Blutengel mal ein bisschen näher, jedenfalls ein Teil von dem, der dann auch dieses O aus Tombstone auf der Brust hat. So, dann haben wir hier ein bisschen den Himmel und weitere Lyrics. Dann haben wir hier nochmal den Blutengel in der Mitte. Da kann man auch das O auf der Brust vielleicht sehen. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen? Ich schmeiß gleich die Kamera hier vom PC auf die Weise. So, dann haben wir hier noch die Auflistung der Musiker. Und dann war's das. Na, jetzt könnt ihr ja mal raten. Ich gebe euch 3 Sekunden. Was fehlt mir denn in diesem Booklet? Genau! Ein Bandfoto hätte ich ganz gerne noch gehabt.
Gibt's halt nicht. Warte, unter der CD vielleicht? Nein. Muss, tja. Das finde ich mal ein bisschen schade. Warum macht man sich nicht die Mühe, sich mal kurz hinzustellen und ein Gruppenfoto zu machen? Ja, vielleicht ist es ja auch wahr, die Entfernung, das gibt ja Bands, die spielen einzelne Tonspuren ein, das wird dann hinterher zusammengemischt. Ja, ja, dann macht halt einzelne Fotos und dann gibt's halt eine Collage. Meine Güte. Kann ich so schwer sagen. Komm. Aber ja, gut. Ist wie sie ist, aber es ist auch nur mein persönliches Ding. Ne? Leute, die sowieso nur MP3s sammeln, die gucken wahrscheinlich den ganzen Teil hier nicht, den ich hier gerade mache. Aber von daher weiter zu dem eigentlichen, nämlich zu der Musik, die sich auf dem Album befindet. Es geht los mit dem Opener Heart of an Eagle. Da verlinke ich euch ein Video zu und gleich, wenn das Ding losgeht, wisst ihr, wenn ihr Tombstone kennt, ah, das ist Tombstone, denn ich weiß nicht, wie die das machen. Ich habe versucht, ganz genau hinzuhören, ich krieg's nicht raus. Aber die haben irgendwie einen ganz eigenen Sound. Insgesamt. Es ist irgendwie, klingt es so, finde ich, ich versuche das jetzt zu beschreiben, als wäre die ganze Zeit ein chaotischer Lärm dabei, der aber nicht stört, sondern einfach alles irgendwie lauter und aufdringlicher macht. Habe ich das richtig beschrieben? Was ist das? Ist das irgendein Instrument? Hat der Bass einen komischen Sound, der das alles dann auslöst? Oder was ist das, dass das alles so nicht im Negativen, sondern ja, so aufdringlich ist? Ich kann es nicht beschreiben. Das habe ich bei keiner anderen Band jemals gehört. Und das ist schon ein eigener Sound, ja. Den haben sie für sich gefunden, das kann man nicht anders sagen. Aber ich finde es gut, also es ist cool, ja. So, also es geht los mit einem hymnischen Riff, dann geht es ein stampfendes Mittempo, ein hoher Schrei ertönt. Der Sänger hat sonst eher eine raue, kraftvolle Stimme, ne, aber er kommt auch in die hohen Töne rein. Da erinnert er mich immer ein kleines bisschen an Ralf Schepers, wenn er schreit, richtig kreischt. Ja. Guter Strophenrefrain ist mit dabei und es gibt ein melodisches, passendes Solo. Es ist einfach ein cooler Opener. Vergleichen würde ich es stilistisch tatsächlich auch ein bisschen mit, ja, nee, kannst du nicht 1:1 vergleichen mit Primal Fear oder Iron Savior und so, aber die Schiene ist es schon so ein bisschen. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Denn unheimlich oft kommen auch Manowar raus. Immer dann, wenn es ein bisschen stampfender und hymnischer, epischer wird. Nächster Song ist Tombstone, also der Bandsong, wenn man so will. Auch da habe ich ein Video für euch, was ich unten verlinken werde. Steigt mit dem traditionellen Heavy-Metal-Riff ein, im Mittempo, stampfend umgesetzte Strophen und ein etwas simplerer, aber melodischer Refrain, der gut funktioniert, inklusive einer hymnisch gehaltenen Solo-Einlage. Auch gut alles, ne? Dann kommt Brother of Metal. Auch da verlinke ich euch ein Video zu. Ja, und da war ich erstmal ein bisschen erschrocken. Denn es ist ganz anders, als ich dachte. Der Song heißt Brother of Metal. Das ist aber keine Faustreck-Hymne. Nein, nein. Steigt ein mit balladesken Gitarrenlieds. Es kommt eine Strophe dazu. Ein balladesker Refrain ertönt. Dann aber wird es doch noch galoppierend rockig. Die ziehen das nicht durch. Die machen da keine reine Ballade draus. Es wird dann noch zu einer galoppierend rockigen Nummer. In schneller kommt der Refrain auch ein bisschen besser, finde ich. Und es gibt ein Lead-Gitarren-Solo. Ja. Also ich habe mich aber erst ein bisschen erschrocken. Das macht jetzt nicht aus einem Song, der Brother of Metal heißt, eine reinrassige Ballade. Ne? Das machen sie später nämlich noch. Aber da komme ich noch zu. Erstmal kommt Angel of Blood, der Titeltrack. Das ist ein hymnisches Intro-Riff zu hören erstmal. Und dann geht's los, stampfend, hymnische Strophen. Und hier haben wir das erste Mal auch so diesen Manowar-Einfluss, finde ich. Kommt gut raus. Es gibt einen simplen Refrain und einen melodischen Solo-Part mit dabei. Passt. Dann kommt The Bringer of Light. Das ist ein schneller Banger. Kann man nicht anders sagen. Schnell rockende Strophen und einen simplen Refrain, der gut rockt, finde ich. Ja. Und ein passendes Solo mit dabei. Wieder natürlich passend, damit meine ich passend zur Geschwindigkeit des Songs. Ne? Die nächste Nummer ist dann Stay True. Ne? Hier für die True Metal Fans. Ja, und das ist tatsächlich jetzt eine Ballade. Es fängt halt mit einer akustischen, balladesken Gitarre an. Es kommen Strophen dazu. Es kommt ein textlastiger Refrain dazu. Bleibt aber alles eine Ballade. Es kommen noch ein paar schleppende Drums so im Balladenstil dazu. Mit so ein bisschen Gitarrenleads, die ein bisschen verzerrter sind natürlich. Es steigert sich so ein bisschen. Mit einem passenden Solo. Alles, was halt zu einer Power-Metal-Ballade passt. Aber es bleibt gnadenlos eine Ballade. Aber eine schöne Ballade, immerhin. Ne? Dann kommt Beyond the Horizon, steigt mit Intro-Gitarrenleads ein, dann geht's über, wieder stampfendes Mittempo in den Strophen. Der Refrain ist textlastig, geht soweit klar, hat mich jetzt aber nicht ganz so abgeholt, beim ersten Mal hören jedenfalls. Es gibt einen Gitarrenlead-Part statt einem richtigen Solo, aber das passt ganz gut zum Song.
Ist schon okay. Es muss nicht immer jeder Song ein Gitarrengott-Solo enthalten, finde ich. So, dann kommt der nächste Titel, Protector. Ich nenne ihn aber nur Titel und nicht Song, denn ja, es ist einfach nur balladeske Gitarrenlieds, ein bisschen stampfende Drums dazu, ein kleines Instrumental für 1 Minute 29. Was soll das? Das Album hat 13 Titel. Wenn es jetzt, wenn Protector jetzt in den nächsten Titel einfach übergehen würde, hätte es 12, ist auch genug. Was soll das? Ja, da kommt dann The Hammer. The Hammer. Dachte ich jetzt eigentlich auch wieder was anderes hinter. Das ist ein, der Hammer, da geht es jetzt richtig schnell zur Sache oder so. Nee, ist ein schleppender Stampfer mit schweren Riffs, langsam stampfenden Strophen, einem simpel gehaltenen Refrain, einem hymnischen Solopart. Manchmal machen auch Sinner oder Primal Fear so schleppende, schwere Stampfer, ganz, ganz manchmal. Daran hat es mich erinnert, vor allem auch vom Gesang hier, weil in diesem Refrain da singt auch eine Kopfstimme mit, ne? Und das klingt schon ein bisschen nach Schepers, ne? Aber ja, im Positiven wohlgemerkt. Ohne dass es einem auf den Nerv geht, jetzt zum Beispiel. Ja. So, dann haben wir den nächsten Titel, Grim Reaper. Da verlinke ich euch auch wieder ein Video zu. Es fängt mit dem fetzigen Riff an, wird dann treibend rockig. Zweimal wird der Titel Grim Reaper genannt, ne? Wird geschautet, dann geht's los. Es gibt Mid-Tempo-Strophen. Man nimmt also das Rockige ein bisschen zurück. Der Song hat einen guten Refrain und eine hymnische Solo-Einlage und es folgt sogar noch ein zweites fetziges Gitarrensolo. Das ist ein bisschen fetziger umgesetzt. Ja, das zweite dann. Ja, also ganz cool. Dann kommt If We Die Tomorrow, steigt wieder mit einer Balladesken-Gitarre ein. Es kommen wieder ein paar Gitarrenleads dazu und wir haben wieder balladeske Strophen. Es wird dann im Refrain selbst ein bisschen härter geschrien, also wieder diese Primal Fear-artige Kopfstimme. Es ist allerdings trotzdem weiterhin eine weitere Powerballade, allerdings wirklich mit einem klassisch gespielten Gitarrensolo, das wirklich gut passt zu dem Song. Dann kommt der vorletzte Titel, Battle Cry, steigt mit hymnischen Gitarrenleads ein und wird dann erstmal auch wieder balladesk, mit einer balladesken Strophe dazu. Aber es wechselt dann in melodischen. Ne, stimmt gar nicht, das bin ich hier verrutscht. Ich habe schon wieder vergessen zu scrollen. Oh Gott. Alles zurück zum Thema Battle Cry. Steigt nochmal ein, ja, mit hymnischen Leads, dann wird es rockig im Mittempo. So ein etwas schnelleres Mittempo. Und es kommen melodische Strophen dazu. Der Song hat einen simplen Shout-Refrain, so Faustdreck-Ding, ne? Und das Solo ist ein bisschen verspielter. So, jetzt kommt dann der Rausschmeißer Ragnarök. Ja, epische Keyboards erstmal erzeugen eine ganz gute Atmosphäre. Dann kommt ein hymnisches, schleppendes Riff dazu und ein bisschen Wow-Wow, so ein bisschen, ja, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich Gesänge sind oder ein Keyboard. Man kann ja auch Keyboard auf Choral einstellen und so, ne? Es gibt stampfende Strophen und einen Basslauf dazu und einen simplen Refrain, wo du dann dieses Wow-Wow im Hintergrund so ein bisschen hast, ne? Es gibt eine balladeske Strophenbridge und die führt dann auch zu einem rockigeren, wo es ein bisschen schneller wird. Solo-Part, ansonsten ist es eher so eine epische Hymne. Kommt aber sehr gut und hat auch wieder diesen Manowar-Vibe so ein bisschen auch, ne? Gefällt mir also alles insgesamt ganz gut. Ist ein sehr cooles Heavy-Metal-Album, würde ich jetzt sagen, Tombstone. Und ich mag halt einfach, dass diese Band ihren ganz eigenen Sound gefunden hat, finde ich. Hört euch das einfach mal an in den Videos, dann wisst ihr, was ich meine. Und ja, mich würde halt interessieren, ich habe keine Lust mehr, es online anzuhören, weil ich sammle die Band jetzt, ne? Ich fände es spannend zu wissen, ob das auch schon auf dem ersten Album so klingt. Oder ob die dann noch irgendwie normaler klang, sag ich jetzt mal. Standardmäßiger oder so, keine Ahnung. Aber ja, gut. Gut, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr jetzt als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, Farewell.